Willkommen zum zweiten Part FIFA 15 mit Darmstadt 98 und ich sehe jetzt erst, dass da oben die Teamform dem Real-Life entspricht, also wie die Teams zuletzt gespielt haben und welche Tabellenposition sie aktuell wirklich im Real-Life einnehmen. Tja, erster wie immer, ne? Nee, warum da jetzt noch erster steht, dieser letzte Spieltag gegen Union Berlin, der wurde noch nicht aktualisiert, weil ja noch andere Vereine spielen, das geht ja bis montags und so, wir stehen bis jetzt schon am Sonntag auf, ne? Also keine Panik deswegen. Aber die letzten Spiele, also vom rechten, von dem S bis nach links, also Sieg über FSV Frankfurt, Niederlage in Braunschweig, Sieg gegen Erzgebirge Aue, unentschieden 1860 und Sieg über Aalen, sehr schön. Gut, wir spielen gegen Fortuna Düsseldorf, zuletzt unentschieden, Sieg, 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 Niederlage, also die haben schon einen Lauf, ernst zu nehmen. Ein schöner Verein, muss man sagen, freue mich über dieses Traditionsduell, auch wenn hier leichte Größenunterschiede herrschen bei Strohengel und den Düsseldorfer Kollegen hier. Es macht gar nichts, wir sind tolerant. So, und ich werde ganz kurz euch nochmal zeigen, was es in der Aufstellung Neues gibt. Ich habe das schon mal aktualisiert in der Gesamteinstellung, hat sich hier auch übernommen diesmal. Und zwar Jungwirth bleibt für Behrens drinne. Der macht auch gutes Spiel. Aber vor allen Dingen in der Linksverteidigung ist Fabian Holland am Start. Der hat den alten, haudigen Michael Stegmeier verdrängt, der eigentlich Ersatzkapitän ist und ja, eigentlich schon Stammspieler und so, weiß nicht, ob der was hat oder ob einfach Holland besser ist. Holland ausgeliehen von Hertha BSC und Julius Biada ist jetzt auf der Auswechselbank und Berzel und Exlager schauen in die Röhre. Tut mir leid für euch Jungs, aber so ist das Leben eben und es wird doch mal Regen geben. So, ich stelle das Ganze um, dass wir Computer spielen lassen. Ne? Aber ich habe jetzt schon einige Online-Duelle gehabt, sehr witzig. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir so ein bisschen Zeit haben. Es wird ja ganz gechillt hier. Und dann noch die Spieleinstellungen. Wir machen, ja, lassen wir bei 6 Minuten auf jeden Fall natürlich Legende. Europark. Achso, wann findet es statt? Ich glaube 13 Uhr. Ne, 13.30 Uhr, sonntags. 13.30 Uhr, so, genau. Wir machen das Wetter mal schön. Oder bewölkt? Ne, wir machen es schön. So. Platzabnutzung keine, alles passt. Dann Kamera dynamisch und wir machen alles ein. Der Kommentator ist auch aus, das ist wichtig. Und dann kann's losgehen. Rensing spielt da, aber wir kommen gleich noch auf die Düsseldorfer Aufstellung zu sprechen. Elfmeterschießen hier mit Strohengel. Schupp. Na, wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Aber die anderen Löcher zu treffen ist ein bisschen schwieriger. Astrein! Seht ihr, manchmal tue ich so, als hätte ich ein bisschen Skill. Nein! In dem Moment. Torwand schießen gibt es auch immer im Stadion Böllenfalter zur Halbzeit mit auserwählten Fans, die dann eine Bohrmaschine gewinnen können. Nee, irgendwas war da. Nee, brauchst nicht. Alles cool. Wir beginnen mit der Simulation. Das Spiel ist am 5. Oktober 2014. Kommt es zu diesem Aufeinandertreffen? Werden auch die toten Hosen dabei sein? Fragen über Fragen. Ja, das Stadion sieht echt mickrig aus. Gut, das mit dem Grün da hinten passt, aber was soll das denn? Niemand sitzt auf dem Stehplatz. Das sind alles Stehplätze. Und die sind viel größer. Also macht euch kein falsches Bild vom Darmstädter Stadion. Aber in Ordnung. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt in FIFA dabei sind. Und das ist die Fortuna. Hoffen aber, dass die Fortuna, nämlich die Glücksfee, heute Darmstadt den Lilien treu bleibt. Und Häuser stehen da auch nicht rum. Die Aufstellung, wie eben gesehen. Martinha im Tor, die Abwehrkette mit Holland, Zulu, Prejari und Sirigu. Im Mittelfeld über links Heller, rechts Kempe. Im zentralen Mittelfeld Jungwirth und Gondorf. Und im Angriff Strohengel und Seiler. So, gib Händchen, wie im Kindergarten hier. Patsche Händchen, blub, 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 blub. Und dann kommen wir zu Düsseldorf, mal angucken. Michael Rensing im Tor, ja, der alte Bayern-Torwart. Ist jetzt, bei Düsseldorf ist er auch schön. Des Weiteren, Pinto sagt mir was. Axel Bellinghausen war, glaube ich, bei Augsburg und Erwin Hoffer war mal ein Frankfurter, oder? Nichtsdestotrotz haben auch die Düsseldorfer unser Hermes-Sponsor am Ärmel geklaut. Ja, auch das haben wir auch. Nein, brauche ich jetzt keinen angegriffen fühlen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Düsseldorfer hier in den Kommentaren dabei. Sei gegrüßt auf ein gutes Spiel und sowas. Und dann kann es auch schon losgehen hier, die Begegnung. Nicht wahr, Martinha?
So, ich habe schon einige Online-Partien gemacht. Macht echt Spaß. Also nicht so, wie ich mit der deutschen Nationalmannschaft auf FIFA 14 Online-Saisons gespielt habe. Da immer nur Real Madrid gekommen. Auf der Schwierigkeitsstufe von Darmstadt 98 sieht man immer mal wieder alle möglichen Vereine aus allen möglichen Ländern. Aber auch Zweitligisten. Ich habe zum Beispiel gegen Union Berlin noch bevor das Real-Life-Spiel war gespielt. Also es muss wirklich ein Unioner-Fan gewesen sein. Die Wahrscheinlichkeit dazu war sehr groß. Und habe damit 4:3 gewonnen nach 1:3 Rückstand. Und das schon sehr gut freigespielt. Aber da macht er wirklich zu wenig draus. War aber auch abseits. Da sehen wir es. Der Linienrichter hebt die Fahne. Knapp, aber wirklich korrekt. Gut gesehen, gutes Auge. Ja, ja, fürwahr. Und ich habe auch gespielt gegen RB Leipzig und da den Leipziger erstmal mit 4:0 abgezogen, wie sich das gehört. Ich wurde schon gefragt von einem 1860 München-Fan, was hältst du von RB Leipzig? Ich muss sagen, wir als Darmstädter mussten uns ja schon letzte Saison mit dieser Brut auseinandersetzen. Also wer da nicht weiß, warum da irgendwie so eine Antisympathie von ganz Deutschland kommt. Ganz einfach. Was ist RB Leipzig? Der Verein heißt Rasenballsport Leipzig, wurde 2009 gegründet und war schon sehr beleidigt, dass man es nicht einfach Red Bull Leipzig nennen konnte, so wie Red Bull Salzburg. Das sind nämlich die Sponsoren und Red Bull an sich, muss ich auch mal sagen. Ja, da trifft die Tradition. Ach ja, ganz wichtig noch zu sagen, das Spiel, meine Simulation gegen Union Berlin, die ist ja genauso eingetroffen. 1:1. Allerdings haben die Darmstädter zuerst getroffen und erst ein paar Minuten vor Schluss der Ausgleich durch die Unioner, durch die Eisernen. Und hier trifft also Düsseldorf früh. Ist natürlich auch bitter, weil Darmstadt 98 in FIFA ist schlechter programmiert, als sie in echt sind. Das möchte ich mal so sagen. Aber wenn dem es mal so ist und Benchop, Gratulation zu deinem Tor in der 7. Minute. Ja, hat sich genug gefeiert. So, jetzt kann es weitergehen. Streuengel. Ne, was ich wirklich sagen wollte, RB Leipzig und Red Bull ist ja ein Energy Drink, total überteuert. Wie ein Prototyp aus den 80er Jahren. Also wer Energy Drinks auseinandersetzt, gibt es viel Auswahl. Aber Red Bull ist total überteuert, viel zu wenig drin und wirklich auch gesundheitsschädlicher als die Konkurrenz. Gesund ist nicht wirklich was von denen, aber so ein Monster oder Rockstar oder wie sie alle heißen, sind eigentlich in jeder Belang viel besser. Einziger Grund, warum trotzdem noch Red Bull gekauft ist, diese strenge Marketinggeschichte. Es wird alles so dargestellt, als wäre Red Bull das Nonplusultra, was man trinken muss in der Welt. Und das ist ja schon extrem, wie sie da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, abgehen und alles hinstellen, so drastisch penetrant werben. Das ist ja, man wirbt ja nicht mehr für das Produkt, sondern für die Marke an für sich. Und da ist Red Bull halt auch in die Fußballbranche eingestiegen mit dem Ziel, wir wollen einen Verein in die Champions League bring. Und das hat mit Salzburg nicht ganz so geklappt. Hier gute Chance. Nein, abseits leider. Und deswegen wurde der Fußballverein RB Leipzig gegründet. Konnte die Position vom SSV Mark Randstedt in der 5. Liga einnehmen. Das war der höchste Verein, der sich zu so etwas niedergelassen hat. Und damit durfte RB Leipzig nicht ganz unten starten, sondern in der 5. Liga. Einfach nur gegründet aus Werbezwecken. Okay, die haben ein großes Stadion und es gibt sogar ein paar Fans, aber ja, es ist ja kein Verein. Es ist ja kein Verein, weil man kann ja nicht als Mitglied den Verein beitreten. Das ist es, was es so ein bisschen in die Kritik rücken lässt. Und deswegen, ich werde dazu nochmal näher eingehen, wenn das Spiel gegen RB Leipzig simuliert wird hier. Aber trotzdem, ja, das ist nicht gut, was da in Leipzig passiert. Das macht eigentlich so ziemlich alles kaputt, das ganze Konstrukt. Und deswegen kann ich wirklich diese Opfer dieser penetranten Werbung und die auch wirklich da hingehen ins Stadion, kann ich mir vorstellen, dass viele, die einfach nur sich freuen an erfolgreichem Fußball. Aber ja, das sind wirklich fußballtechnisch gesehen der Abschaum, weil wer sich damit auseinandersetzt, was damit unterstützt wird, was auch ihr, jeder von euch mit einer Dose Red Bull bewirkt, das ist den meisten eigentlich nicht bewusst.
Und da muss eigentlich die DFL mit ihren Regeln da durchgreifen, sollte wie in England gemacht werden, dass halt nicht mehr ausgegeben werden darf oder mehr an Sponsoren ausgegeben werden darf, als irgendwie eingenommen, weil das einfach jemand hingeht und erstmal 100 Millionen hinstellt, ja, kauft ein paar Fußballer. Weil das Team letztendlich, das kann ja kicken, da kann man nichts sagen. Aber wie gesagt, dazu dann gehe ich dann intensiver ein bei der Simulation gegen Leipzig. Und wir mussten uns schon letzte Saison damit auseinandersetzen und ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber man lässt ja das Ganze passieren. Aber wenn man so ein Mega-Etat hat und so viele Millionen zur Verfügung, da muss man ja eigentlich auch weiter aufsteigen. Und deswegen ist das, was Darmstadt 98 macht, eigentlich schon mehr so eine ein Riesenlob oder eine Riesengeschichte, dass man aus keinem Geld, aus keinen Mitteln halt ganz nach oben kommt. Weil einfach mit dem richtigen Blick für die Spieler oder auf die Spieler eingeht oder die Stärken ausspielt und damit eben zurzeit in der zweiten Liga ganz oben dabei ist. Wenn wir dann auch noch Geld hätten. Achtung, boah, super Schuss hier, aber gehalten von Rensing. Wenn wir auch noch Geld hätten. Naja, viel besser könnten wir es eigentlich eh nicht mehr machen. Ne? Das ist halt eine Kunst, aus wenig Geld viel zu machen. Oh, Achtung, wieder. Oh, super, aber oh, da war noch ein Verteidiger dazwischen. Ganz knapp, aber wunderschön gespielt hier. Der Vorwärtsgang der 98er. Ja, da möchte ich gar nicht so viel zu eingehen. Ich werde mich da mal intensiv nochmal informieren und euch das dann alles nahe bringen. Aber es hat schon seinen Grund, warum alle das boykottieren. Der Rest von Fußball Deutschland dagegen ist und das auch die Leipziger, viele Leipziger nicht checken, dass das nicht Leipzig ist, sondern nur Red Bull. Manche verkaufen dann halt auch ihr Fußballdasein. Das ist halt dann doch armselig, aber gut, genießen wir lieber das Traditionsduell. Darmstadt gegen Düsseldorf. Der Ruhrpott schlägt zurück. Ich finde es echt beachtlich, wie viele Vereine im Ruhrpott unterwegs sind und was gibt's? Naja, was gibt's in Bayern? Ja, das ist schockierend. Ja, Bayern München, 1860 München, Ingolstadt. Was noch? Habe ich einen vergessen, einen großen? Regensburg in der dritten Liga. Aber sonst, es gibt ja die. Also, wenn man jetzt mal guckt in die fünfte Liga, ja. Nee, die vierte Liga ist ja schon Bayernliga. Mensch, Regionalliga Bayern. Das sind ja nur. Was ist denn da für Vereine drin? Kleine Vereine, sagen wir es mal so. Ganz dezent. Das sind Dörfer. Wenn man mal guckt, andere Regionalligen, da tummeln sich die großen Städte, die großen Vereine und kommen nicht hoch. Das ist ungerecht verteilt. Alter 30 Paraden 1. Im ganzen Leben, könnte man meinen. Ah, da hier, genau. Michael Rensing. Dem haben die Darmstädter doch schon mal ein paar eingeschenkt. Nämlich 2008 fand das Benefizspiel statt. Darmstadt 98 gegen Bayern München. Ja, damals Darmstadt 98 noch Oberliga Hessen. Halbzeit, bevor sie also aufgestiegen sind. Und da haben wir in der Tat, sind wir gegen den bereits feststehenden Meister Bayern München. Ich glaube, der 13. Mai 2008 war es. Wir standen fest als Meister der Oberliga Hessen und Bayern München stand fest als Meister der ersten Bundesliga. Und wir haben erstmal mit 4:2 geführt. Wir haben den Michael Rensing also ein paar eingeschenkt. Warum nicht also auch hier in der Partie gegen Düsseldorf? Die zweite Halbzeit kann beginnen. Gut, ich werde jetzt mal nicht sagen, dass wir am Ende dann noch 5:11 gegen Bayern verloren haben. Aber, mein Gott. Also damals, das war ja wirklich noch Rumpelfußball von uns. Sind ja dann noch dreimal aufgestiegen seitdem. Deswegen, back zu! Aber der Rensing, der weiß schon mal, der kennt das Stadion hier. Weiß noch, wie Lukas Podolski damals hat bei Bayern gespielt, der hat uns gewünscht. Also mindestens zweitligareif. Ich wünsche mal, dass dem Verein, dass er den Weg nach oben findet. Danke, Poldi. Das ist geschehen. So, und jetzt kommen wieder die Düsseldorfer. Lassen uns ganz schön stehen.
Also da war es für mich halt eine Wohltat, da im Online-Modus RB Leipzig erstmal mit 4-0 zu besiegen. Wenn so, ich sag mal ganz vorsichtig, Konsumenten das auch wirklich noch unterstützen. Das zeugte in meinen Augen nicht von besonders großer Intelligenz. Oder man ist einfach damit einverstanden, so etwas zu unterstützen. Aber da hat man sich halt nicht informiert. So. Leider ziemlich wenig Zähne nach vorne hier von den Lilien. Ich möchte nur mal betonen, im Real Life ist das anders. Also wir machen einen Angriff. Angriff haben eigentlich bisher jeden Gegner voll im Griff gehabt. Am wenigsten Braunschweig, kann man sagen. Aber alle anderen haben wir voll beherrscht, auch wenn wir nur unentschieden gespielt haben. Gegen Union waren wir deutlich besser. Gegen 1860, gegen Ingolstadt, die ja auch gewonnen haben und damit auch wieder die Tabellenspitze erobert. Aber das auch nur für begrenzte Zeit. Also die sind an uns vorbeigezogen. Aber zu Hause haben wir bisher noch kein Gegentor kassiert. Deswegen halte ich auch für ein Gerücht, dass Düsseldorf uns einen einschenkt. Ja, irgendwann wird es auch passieren. Oh, super Schuss aus der Drehung und Strohengel. An die Latte an dem Pfosten, da nochmal Seiler. Aber warum geht der denn da nicht hin? Strohengel schon wieder Aluminium getroffen, wie beim FSV, wie gegen den FSV Frankfurt. Bitter, 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 der jetzt schon seit ein paar Spielen nicht mehr getroffen, der Rekordtorschütze der dritten Liga, der auch bisher in jedem Zweitligaspiel mindestens einen Treffer erzielt hat, bis es nicht mehr geklappt hat. Holland auf Heller, jetzt mal ein schöner Ballaufbau hier, Jungwirt. Seiler, defensiver als gewohnt. Raus auf Holland, was macht er? Lässt sich den Ball abnehmen, aber es gibt einen Wurf für Blau-Weiß. Es gibt Wechsel, Ivana und Behrens kommen rein. Und zwar für Heller und Gondorf. Außerdem, Bellinghausen hat genug getan für ihn, kommt Halloran. Reimt sich sogar. Und es war, sagt mein Nachbar. So, Behrens. Auf die Gurken, auf die Schurken. Beachtlich, dass die Zeit immer mitläuft bei so Zwischensequenzen, wie ihr gerade seht. Die Zeit läuft dann langsamer, aber sie läuft. Also man kann auch wirklich Zeit schinden versuchen. Oh, Kopfball Strohengel, leider nicht genug Wucht hinter den Ball gebracht. Und jetzt Ballbesitz Fortuna. Da muss ich hier schleunigstens was tun in der Simulation, sonst sehe ich schwarz. Oder besser gesagt rot. Da stehen sie alle dicht an den Mann, aber gehen nicht wirklich drauf. Erwin Hoffer hier. Offensivspezialist. Kann man nichts sagen. Also die haben schon einige gute Akteure in ihren Reihen, die Fortuna. Wieder Fabian Holland, der Michael Stegmeier verdrängt hat, aber wirklich nur ausgeliehen ist zurzeit. Dominik Strohengel erobert sich den Ball. Seiler auf Ivana und der schießt einfach mal ins Nix. Es gab aber schon andere Zeiten in der Regionalliga, jetzt auch noch Ronny König für Markus Seiler. In der Regionalliga, wo sie wirklich, also ein Spiel, da habe ich mich gar nicht beruhigen können. Da haben sie ja, die müssen gegen den Trainer Civilian Juskic damals gespielt haben, weil die haben wirklich aus jeder Lage geschossen, aber wirklich geschossen, wie als wollten sie den Flutlichtmast abschießen. Also kein Schuss unter 20 Metern, also das war nix aufs Tor und das konnten sie anders. Es war nur ein einziges Spiel und da haben sie wirklich gegen den Trainer gespielt. Das gibt keine andere Erklärung dafür. Inzwischen sind die Zeiten anders. Dirk Schuster hat das im Griff. Nur diese Simulation, diese unrealistische Simulation hier. Aber vielleicht wenigstens wieder nicht verlieren im Let's Play, im Projekt. Ivana wieder. Zurück auf Florian Jungwirth. Sandro Sirigu. Jetzt wie beim Handball. Den Gegner ausspielen. Super gesehen, Holland. Nächste Mal abseits. Kempe, Kempe. Jungwirth, ihr müsst mal flanken, irgendwas machen. Okay, nicht flanken. Lasst euch was anderes einfallen. Hört doch nicht auf mich. Und Erwin Hoffer hier mit dem Konter. Aber da Behrens hat noch genug Luft. Freistoß
ziemlich faires Spiel. Das war, glaube ich, das erste Foul und Freistoß in der Begegnung in der 80. Minute. Erstaunlich. Jelan Ivana in der zweiten Liga konnte er noch nicht ganz Fuß fassen, hat man das Gefühl. In der dritten Liga eine Stammkraft. Aber herausragend dann schon nicht so. Aber freut mich natürlich, dass er weiterhin dabei ist. Oh, gute Flanke, nicht angekommen. Schade, da waren drei Lilien freigelaufen. Holland. Ronny König. Zuletzt bei Erzgebirge Aue gespielt. Schon lange keinen Torerfolg mehr gehabt. Zulu auf König. König, Strohengel. Schöner Pass, Seider. Kopfball, viel zu schwach. Viel zu schwach. Ja, doch solange der Torhüter den Ball in der Hand hat, läuft die Zeit. Aber da kommt auch die Uhr, das heißt, es wird nachgespielt. Das ist nichts Neues für FIFA-Veteranen. Zulu, sehr offensiv aufgerückt. Das hat immer was zu bedeuten, wenn Zulu aufrückt. Ivana mit der Flanke, Strohengel. Kopfball drüber. Den macht er doch normalerweise, möchte man sagen. Aber viel zu hoch hier an der Stelle. Da ärgert er sich zurecht. Nee, er fällt auf die Schnauze. Ja, ich möchte wirklich nicht so morgen so ein Spiel erleben. Also, ich hoffe doch auf eine interessantere Begegnung. 2 Minuten Nachspielzeit. Der vierte Offizielle zeigt es an. Wir müssen jetzt mal kommen. Jetzt oder nie. Aber in der Nachspielzeit passiert ja immer so einiges. Ich sag nur Bielefeld. Achtung, jetzt mal hier. Ronny König auf Strohengel. Nein, oh, nicht dran gekommen. So knapp, das waren nochmal gute Chancen. Ach ja. Und jetzt läuft der Konter. Er läuft und wie er läuft. Der Konter läuft. Und wieder der Hoffer über rechts. Jungwirth hat Probleme mit ihm. Und die Zeit läuft unerbittlich ab. Nein. Und der Schuss beendet die Partie. Also in der Simulation geht es 0:1 aus. Die erste Heimniederlage, das erste Heimgegentor. Na gut, die nächste FIFA-Simulation findet statt am, lass mich lügen, 16. Oktober. Und zwar zur nächsten Darmstadt 98-Partie am 17. Oktober, weil jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ja, habe mir fast überlegt, ob ich auch die Deutschlandspiele simulieren möchte, aber gegen Gegner wie Gibraltar, die sind ja nicht dabei in FIFA. Deswegen machen wir keine Deutschland-Simulation, sondern beschränken uns auf die zweite Liga. Danke fürs Ansehen, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.